Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. PV Canyon Crossing. Und wir haben einen schönen Sonntag. Jo, hat mal halbwegs geklappt, ne? Wir fahren mal hier weiter. Weitermachen, ne? Jo, die anderen Fahrzeuge sind eingestellt, beziehungsweise fahren dahin. Dann schauen wir weiter. Was dann nächste Woche passiert, ne? Jo. Ja, übrigens, schönen Sonntag, ne? Zum zweiten Mal, ne, denke ich mal, ne? Ja. Macht da lieber einmal mehr als zu wenig. Ja, der Regen hat aufgehört. Aber wenn man jetzt den Tag nehmen würde zum Ernten, in echt wäre es vorbei, weil es einfach nicht trocken werden würde. Deswegen ist der Rhythmus hier drinne unlogisch. Das würde das mit Realismus nicht funktionieren. Also wenn es um Terra Life mal eines Tages mal so gehen würde, dann ist mit 4 Tagen, naja, da hat man schon zu tun, ne? Und der Realismus sagt ja auch im Prinzip, dass du praktisch, um wirtschaftlich arbeiten zu können, dass du möglichst mit wenig Geräten viel arbeiten musst. Bearbeiten musst. Ja, so ein Drescher kostet ja auch ein halbes Vermögen, halbe Million, ne? Und der darf ja nicht rumstehen, ne? Der muss ja bewegt werden, ne? Muss sein Geld verdienen, so ungefähr. Oh, das ist so. Ja, habt ihr das Problem auch übrigens mit der Grafikkartenteile? Wenn ich den neuesten installiere, lässt sich LS nicht starten, beziehungsweise er friert ein oder er stürzt ab. Keine Chance. Wir werden ja eine 4090 Nvidia. Kann mir das nicht erklären. Also ich warte jetzt den nächsten Treiber ab. Der kommt ja jetzt rechnerisch gesehen eine Woche oder zwei. Vielleicht auch 3 Wochen. Mal schauen. Ja. Das ist dann halt mal ganz komisch. Freie Fahrt. Achso, weil der andere noch steht. Okay, der ist schon da. Beim Abfahrer angekommen. Ja. Wir machen hier mal weiter. Will dann noch die Basis bauen bei werden nicht so die oder kommt am Donnerstag die Release-Version, was ich mitbekommen habe. Donnerstag, 24. 25. Ja, mal schauen, ob denn der Spieltag noch gehen würde. Müsste eigentlich normalerweise. Ja, wenn ich am Pech. Oder man macht den Spieltag halt weiter. Ist ja auch nicht weiter tragisch. Den Kurs können wir hier löschen wieder. Wir haben schon kopiert. Ja, hier ist die Richtung passt. Ja, 43 ohne Kopf. Ja, starten wir nächstes Mal. Ist ja auch noch ein kleines Feld. Oh ja. Oh. Piep, piep. Ja, die Tastenbelegung bei Windows sind ja dabei und spielen ja enorm, ne? Da gibt es ja praktisch keine Möglichkeit mehr, eine Taste frei oder so. Das ist schon eine Belastung. Oh.
Ich habe gegessen, das ist nicht gut, das ist mal so ein. Für ein, zwei Stunden Müdigkeit angesagt. Blöde ist, naja, um die Zeit wird schon gehen, aber. Wenn ich irgendwie Schichtarbeit habe, gut, dann wäre ich schon im Bett. Da wäre es auch kein Thema, aber Mama ist blöd und dann schläft man früh ein und dann ist man hinterher wach. Ist dann auch dann ungünstig, ne? Wie es halt so ist. Ja, und echt hier mit 12 km/h fahren. Den ganzen Tag. Oh Mann. Ich meine, gut. Die Arbeit macht der Traktor, ne? Du bewachst nun die Anlage normalerweise. So wie in echt auch. Und fabrikmäßig ist das ja auch so. Beim Lasern. Da guckt ja eine auch im Grunde nur, Anführungszeichen, am Computer und guckt, wie es alles läuft, ne? Alles gut läuft. Ansonsten Gerätschaften rein raus, das muss er auch noch machen. Ansonsten geht das voll automatisch. Muss er überwachen, das Prinzip, dass alles passt, ne? Früher, wo ich früher mal bei Häcksler gearbeitet habe, hatten sie eine Anlage gehabt, Teile für den BMW gebaut, Carbonbasis. Haben sie anfangs mit 4 Leuten gearbeitet. Zum Schluss war nur noch einer da. Beim Überwachenprinzip, ja, hat die Anlage alleine gearbeitet. Und beim Rollen rein und raus musste er sich den Kollegen von der anderen Produktion kurz holen. Zum Helfen. Ja, das ist, meinst du, erst haben sie, wir haben die geprüft, oh Mann, haben sie Teile entsorgt, später war das nicht mehr aktuell, war das nicht mehr so tragisch, da war der Fehler, die sie, der PC angezeigt hat, nicht relevant. Im Grunde hatten die eine hochauflösende Kamera gehabt, da das Teil dann fotografiert und mit Bilder abgeglichen, was sie gemacht haben. Und da wäre irgendwas nicht ganz wo war wie im Originalbild, dann war das schon als Fehler markiert. Von Zeiss, eine Kamera, eine ganz richtig hochauflösende. Nichts mit HD. Weil du schon garantiert mit 4K und mehr sein muss. Das ist wirklich alles zu erkennen ist. Wehe dem Kamera Staub drauf. Kann ja auch mal sein, ne? Wie in einem Film. Wieso haben sie die Front scheinbar den Autos alle gewechselt? Ja, der Kollege hat einen Sprung in der Brille gehabt. Deswegen hat er alle Scheiben ausgetauscht. Da ging es um Korruption. Aber das war einer zum Lachen. Aber das ist echt manchmal auch so, denke ich mal, dass sie was vortäuschen, dann auf Kosten Grunde des Steuerzahlers, ne? Grunde muss überall alles buchhaltmäßig 3- oder 4-fach geprüft werden. Dann wäre das vielleicht nicht so dramatisch. Der Korruption. Aber wie gesagt, immer zwei. Der eine der Hand aufhält und der andere der gibt, ne? Freiwillig. Um gleich einen Auftrag zu bekommen. Aber am Ende zahlt immer jemand den Mehraufwert oder den Korruptionsbetrag. Sowieso der Endkunde. Meistens der Steuerzahler. Wie heißt so schön, jeder hat seinen Preis, ne? Aber ich höre das zu ehrlich zu, ich könnte das gar nicht. Im Grunde fällt es ja auch auf, wenn einer ein Gehalt hat von
weiß ich, einige tausend Euro im Monat und hat Ausgaben von 10.000 und mehr, ne? Dann ist es schon mal klar, dass es dann was nicht stimmt, ne? Kann es eigentlich schon erkennen, wenn er bei der Bank, beim Konto auch so prüfst. Aber ich staune, was der Prozessor jetzt an Wärme abgibt. Also gut, der Raum ist warm, ne? Also 30 Grad. Was soll er da kühlen, ne? Aber ich höre den Rechner nicht. Ich habe mal auch aktuell offen. Also das Prinzip, ich will dann ja zu dir spielen. Und da meistens die Grafikkarte ein bisschen stärker belastet. Wird ausgereizt. Da habe ich Angst, dass mir der Innenraum zu warm wird, dass mir der die SSDs durchbrennen. Weil Hauptplatine im Mainboard ist einfach Temperatur unrealistisch. Da steht 27 Grad und im Raum sind mindestens 30. Da kannst du die 27, 30 Grad dazu rechnen, also 57. Muss ein Sensor kaputt sein. Aber Staub war nicht viel drin. Ich habe ja mal kurz vorher, bevor ich die Freitagsfolge noch durchgepustet. Ich habe ja so ein kleines Gerät. Der macht ein bisschen Wind. Und ohne. Ich hatte früher Druckluftflaschen gekauft. Wie Spray, aber nur mit Luft. Hat eine 5 Euro oder 5 oder sogar mehr gekostet, glaube 6 oder 7. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nö, da kannst du aber auch lieber so ein Ding kaufen, ne? Hast du ewig was von. Lädst du per USB-C und nee, Universal USB. Ja. Halt von Telefon halt, ne? Steckst du rein, 20 Minuten und eine halbe Stunde ist voll. Das geht. Ah, ja, Beine werden strecken. So ein Fahrsimulator wird mich reizen, aber lohnt sich nicht. Ist zu teuer. Ist einfach zu teuer. Denkt er schön, ne? Also sehr schön sogar. Du siehst sogar die Unebenheiten im Umfeld. Mal wie Muster, ne? Bin da mal gespannt. Guck mal eine Karte rein. Das zu erkennen ist. Bedüngerstufe. Aber da ist gleich 53. 43 Bars. Da. Das ist Wahnsinn. Habe ich da nicht richtig gekalkt? Stickstoff passt. Aber Kalk ist wirklich wie ein Strich. Wo ist ein anderer Boden? Das kann auch sein. Nö, tolles. Halb, nur halb gekalkt worden. Aber dann zieht nämlich ein Kalkstein noch mal rüber. Bevor hier Wachstum durchgeht.
Wollen wir auch gleich hier hinstellen. Ich vergesse nämlich garantiert. So tödlich wie ich bin. Dann nächste Woche geht weiter. Und bis dahin kann viel Wasser unter den Berg oder laufen. Und vergesse ich hundertprozentig. Mache ich zumindest nur hier ums Feld hinstellen, dann geht's. Kommt vorbei. Ist er frei? Tatsächlich. Die Kalk haben wir auch nicht da. Also nicht im Kalkstreuer. So dann nämlich sofort im Ertrag mäßig auch zu merken sein. Wenn das so wenig ist. Und das wäre ja schlecht, ne? Finanziell gesehen. Ist das zwar nur ein Spiel, aber man möchte doch zum irgendwie maximal rausholen, ne? Ja, andere Seite ist die Witterung, ne? Also wenn zumindest Sonne scheint, ist auch ungünstig. Den düsen wir gleich mit Kursplay lang. Dann wird er hier vorne ja nicht so viel reingeben, ne? Logisch. Denn das kann man ja deutlich sehen, dass da was fehlt. In der Mitte, da. Bringt er jetzt hier aus? Hier sind ganz minimal, hier ist PH weit erreicht. Also wird er hier schon entsprechend hier passt das ja auch alles. Also hier ist gut, okay, im Wachstum. PH weit passt hier auch. Und hier drüben. Natürlich haben wir so ein Auge, das auch sehen kann, ne? Und hier fehlt PH weit schlechter, klar, das ist. Aber geht nicht viel raus. 6000, also 5000, ja gut. Geht noch mit 100 ungefähr, ne? Ein bisschen wie 100, also gut. Lass ich mal die Runde fahren. Aber die Schauer, das soll schon vor dir gewesen sein. Ich wünsche mal einen schönen Restsonntag. Ja, schön, ciao und schönen Wochenstart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.